Was wären wir in der heutigen Zeit ohne unser Telefon, ich meine unser Smartphone und die dazugehörigen Apps, die uns dabei helfen, vielerlei Dinge zu berechnen, wie zum Beispiel Belichtung, Schärfentiefe und so weiter und so fort. Ein paar von diesen Apps möchte ich euch heute vorstellen, speziell die, die ich regelmäßig benutze. Dazu mehr nach dem Intro. Hallo, ihr Freunde der App für gepflegte Fotografieanwendungen. Und ich möchte euch gerne heute einmal die Apps vorstellen, die ich regelmäßig auf meinem Smartphone verwende für Fotografie, für Einstellungen der Fotografie und so weiter und so fort. Zum Schluss habe ich noch zwei kleine Bonus-Apps, die ich früher häufiger verwendet habe, mittlerweile nicht mehr. Warum, seht ihr gleich. Ich werde die Apps ein bisschen sortieren, nach von nicht ganz so wichtig bis zu meiner wichtigsten App. Die kommt zum Schluss, die ich am häufigsten verwende und die für mich persönlich auch am wichtigsten geworden ist. Die erste App ist nicht nur etwas für die Romantiker unter euch, sondern für die Sternenfotografen. Und zwar nennt sich diese App Star Walk. Und damit könnt ihr euch genau die Sternenbilder angucken. Wenn ich die jetzt mal hochnehme, ihr seht, hier zum Beispiel ist die Sonne. Und ihr könnt jetzt genau schauen, ihr könnt die auch im Hochformat nehmen, wo welche Sternbilder sind, und hier sind auch irgendwie direkt eingezeichnet die ganzen Sternbilder mit irgendwie den ganzen Zeichen hier. Hier seht ihr, wenn ich die jetzt mal wieder quer nehme, wo die Milchstraße anfängt, die jetzt natürlich nicht zu sehen ist, weil es draußen hell ist, aber im Dunkeln könnt ihr euch da am Himmel ein bisschen besser orientieren, wenn ihr Sternenaufnahmen machen möchtet. Die nächste App ist eine App, die auch ungefähr in die Richtung geht, denn sie dient auch ein bisschen der Orientierung. Denn gerade wenn wir Outdoor shooten, möchten wir ja auch schon mal wissen, wo steht die Sonne, wie hoch steht die Sonne, zu welcher Uhrzeit. Und da kommt die App Sun Surveyor ins Spiel. Und ich habe die hier in der Lite-Version. Da gibt es auch noch eine Bezahlversion. Und da könnt ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr euch hier dreht, je nach Himmelsrichtung, könnt ihr schon mal sehen, wir haben es jetzt 17:44 Uhr, wo zu diesem Zeitpunkt die Sonne steht, und die ist jetzt gerade am Untergehen, und dann wird euch unten auch noch angezeigt, wo die Sonne, wann die Sonne untergeht, wann die Sonne aufgeht und wo sie dann an ihrem höchsten Punkt steht. Sehr interessante App, die nutze ich eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum ich sie jetzt als vorletzte genommen habe, aber ich nehme sie und nutze sie eigentlich häufiger. Eine App, die ich jetzt nicht unbedingt ganz so häufig nutze, weil Timelapse-Aufnahmen mache ich eigentlich ganz oft mit meinem iPhone oder mit der Drohne oder mit meinem Osmo Pocket. Aber da gibt es eine schöne App, die nennt sich auch Timelapse. Da könnt ihr also den Intervall einstellen. Ich sage mal alle 60 Sekunden ein Bild ist ein bisschen wenig. Ich sage mal alle 5 Sekunden ein Bild. Und möchtet hier zum Beispiel 100 Minuten aufgenommen haben. Das ist ein bisschen viel. Wir möchten jetzt gerne 20 Sekunden Material hinterher rausbekommen. Das heißt, wir müssen 4 Minuten und 10 Sekunden aufnehmen in einem Intervall von 5 Sekunden. Ist eine sehr spannende App, gerade für die Leute, die gerne immer mal wieder Timelapse einsetzen, so wie ich. Bei der nächsten App geht es ein bisschen um was Rechtliches, und zwar müssen ja gerade die Leute, die People-Fotografie machen und mit Models arbeiten, auch wenn es um TFP-Shootings geht, einen Release-Vertrag mit dem Model machen. Und wenn man dann nicht immer dieses ganze Papier dabei haben möchte, ich vergesse das manchmal dann einfach auch zu Hause oder im Büro, dann gibt es da was ganz Tolles als App, und zwar nennt sich das Easy Release.
Und ihr seht schon, da haben wir hier die ganzen Verträge. Ich mache mal hier einen, auf den ich nicht ausgefüllt habe. Bei den anderen muss ich jetzt die Namen hier mal ausblurren. Ihr seht schon, hier unten ist mein Vertrag und mein Vertragstext hinterlegt. Das könnt ihr alles hinterlegen. Das Model kann hinterher auf dem Smartphone oder ich mache es auch manchmal auf dem iPad, da habe ich es halt auch. Das gleicht sich dann auch ab. Mit dem Finger unterschreiben, eure Unterschrift ist hinterlegt und mit einem Knopfdruck wird das Ganze per E-Mail zu dem Model dann als Kopie gesendet. Und ihr habt sogar dann auch noch die Möglichkeit, da ein Foto zu machen mit dem Smartphone, gerade von dem Model, damit ihr das halt dann hinterher zuordnen könnt, so wie ihr es hier jetzt seht. Das nutze ich eigentlich für alle Model-Shootings und gerade für die TFP-Shootings ist das eine tolle Sache. Da könnt ihr euch in den Text auch noch eure speziellen Sachen reinschreiben, die ihr jetzt speziell für eure Shootings braucht. Kommen wir zu den Zweien, die ich jetzt gerade nicht mehr so häufig benutze, aber gerade wenn ihr Canon oder wenn ihr Nikon-Benutzer seid, dann sind die vielleicht auch interessant von euch. Ihr seht, ich habe hier die Apps Canon Lenses und Nikon Lenses. Da ich nicht mehr mit Canon arbeite, nutze ich es halt nicht mehr so häufig. Und ich habe die Tage dann auch gesehen, dass da nicht mehr so die aktuellen Objektive drinne sind. Wenn ich jetzt hier auf Upgrade klicke, ja, dann wollen die, dass ich hier irgendwie eine Bezahlversion kaufe. Das möchte ich jetzt nicht, weil aktuell sind auch die RF-Objektive hier noch nicht drinne. Aber EF-Objektive findet ihr hier alle drin, die es im Prinzip auf dem Markt gibt und das Ganze auch für Nikon. Da sind auch die Z-Mount-Objektive jetzt noch nicht abgedatet, aber die anderen Nikkore AF-Objektive findet ihr hier eigentlich alle. Dann kommen wir zu meiner seit Jahren All-Time-Favorite App, die ich eigentlich immer benutze und die nennt sich Photo Buddy. Und wir fangen mal hier ganz am Anfang mit dem ersten Menüpunkt an, weil diese App kann einfach ziemlich viel. Und ihr seht, ihr könnt hier auch schon wieder den Sonnen- und den Mondstand sehen. Ich kann hier mit dem Finger weiter sliden und ihr seht, dass das dann natürlich auf Tag und Nacht und so weiter und so fort geht und auf, ihr könnt auch ein paar Tage im Voraus und könnt dann auch genau sehen, um welche Uhrzeit, ganz unten hier steht die Uhrzeit und könnt dann sehen, zu welcher Uhrzeit dann hier wie die Sonne oder der Mond steht und was für ein Mond wir haben, müsste eigentlich auch hier sichtbar sein. Nee, eigentlich haben wir doch Vollmond im Moment, ne? Nein, das zeigt er dann glaube ich nicht an. Doch, da unten ist ein Vollmond. In der Ecke steht Vollmond. So, ich lerne auch immer noch was dazu. Dafür nutze ich dann ja auch oft die Sun Survey App, beziehungsweise da möchte ich ja meistens auch die Tagsüberdaten haben. Dann könnt ihr euch hier eure Belichtung ausrechnen, bei was für einer Blende ihr welche Belichtung braucht. Ihr könnt hier unten umstellen, ob Blende, Zeit, ISO oder ein Filter berechnet werden soll. Da kommen wir übrigens nochmal darauf. Ursprünglich geplant war das Video auch ganz anders. Ich wollte eigentlich Apps zur Berechnung von ND-Filtern testen. Und ich fand die alle so grottenschlecht, dass ich gesagt habe, das Video mache ich nicht. Deswegen stelle ich euch hier meine Apps vor, die ich verwende. Denn all diese Apps konnten auch letztlich nur das, was ich hier in Photo Buddy machen kann. Und auch wenn Photo Buddy wohl augenscheinlich noch nicht, auch länger nicht abgedatet wurde, ist das immer noch eine super App. Und hier unten kann ich auch einen Bulb-Timer öffnen. Das ist auch eine super Sache. Hier kann ich halt noch eine Blitzberechnung machen, Sichtfeld, Bracketing. Ich habe hier sogar eine Filmklappe und wenn ich gerade mit mehreren Kameras arbeite, Farbtemperatur wird hier angegeben, bei welcher Situation wir welche Farbtemperatur haben. Das ist eine ganz tolle Sache. Hier den Bulb-Timer nochmal.
Dann könnt ihr hier sogar einen Faltenbalg ausrechnen und könnt hier spezielle Sachen wie zum Beispiel eure Kamera einstellen. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Und wichtig ist bei all diesen Apps, auch bei den Filterberechnungs-Apps, dass ihr immer auf eine Drittelblende bzw. Drittelstops das Ganze einstellt. Einheitenmetrisch ist klar. Dann habe ich jetzt neuerdings gerade entdeckt, dass es hier ein Remote Control für Sony Kameras gibt. Das müsste ich aber gesondert nochmal testen. Das habe ich noch nie getestet und das wird wahrscheinlich irgendwie, wenn das jetzt überhaupt noch mit den moderneren Kameras, Sony Kameras geht, wird das auch irgendwie über die Imaging Edge Mobile App laufen und das werde ich aber dann auch nochmal im Genauen testen. Dann ist eine schöne Sache, die ich regelmäßig benutze, die Berechnung der Schärfentiefe. Und ja, es heißt Schärfentiefe und nicht Tiefenschärfe. Ich brauche Kaffee. Da stellt ihr zuallererst einmal eure Kamera ein. Denn am wichtigsten ist ja, ob ihr eine Vollformatkamera, eine APS-C-Kamera oder eine Micro Four Third-Kamera benutzt. Da könnt ihr hier oben drauf tippen, dann gibt es hier alle möglichen Kameras. Das ist nicht ganz up-to-date. Also es gibt zum Beispiel auch noch keine A7 III da drinne und ich glaube auch noch keine A9. Aber das ist eigentlich egal, weil es geht ja eigentlich nur um den Vollformatsensor. Da könntet ihr ja eigentlich jeden nehmen, der hier zur Verfügung steht. Ich habe jetzt einfach mal eine A7 R2 oder irgendwas hatte ich ausgewählt. Und ich gucke jetzt noch mal gerade A7 und eine A9 gibt es auch noch nicht. Ihr seht, da sind halt die älteren Modelle alle noch drin. Aber es geht ja im Prinzip nur um die Sensorgröße, um der App zu sagen, dass ihr keinen Crop-Faktor habt. Dann stellen wir hier die Brennweite ein, schönes Porträtobjektiv, wo wir ja auch immer wissen möchten, wie die Schärfentiefe ist oder wie tief die Schärfe dann halt ist. Ist hier zum Beispiel ein 85 mm, wir fotografieren hier mal auf einer Blende 1,8, das habe ich ausgewählt und sagen mal einen Abstand von 2 Meter. Dann haben wir hier eine hyperfokale Entfernung, den Nahpunkt, Fernpunkt. Das ist alles nicht unbedingt zum Fotografieren so wichtig. Was für euch als Anhaltspunkt immer mal wichtig sein kann, ist wirklich die Schärfentiefe. Und da haben wir bei den Daten beim 85 mm auf einer Vollformat, auf dem Vollformatsensor Blende 1,8 mit einem Abstand von 2 Meter eine Schärfentiefe von 57,3 mm. Also 5,7 cm, also ungefähr so, so. Das heißt, wenn ihr aufs Auge fokussiert, habt ihr die Schärfentiefe gerade mal bis zum Anfang des Ohres und da müsst ihr natürlich dann auch schon mal ein bisschen aufpassen. Da könnt ihr mit Brennweite, Blende oder Abstand das Ganze, die Prioritäten hier setzen. Dann könnt ihr hier auch noch eine Beugungsunschärfe ausrechnen und könnt hier nochmal eure Sachen einstellen. Das ist die App, die ich also am allerliebsten verwende, PhotoBuddy. Die kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Ja, ihr Lieben, welche Apps verwendet ihr gerne? Schreibt es mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch eine Empfehlung für mich. Eine App, die ich mir unbedingt zulegen muss. Natürlich habe ich auch noch andere Apps drauf, die verwende ich aber nicht so häufig. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal. Ich stehe kurz vor der 3000. Macht mir doch endlich diese 3000 voll, Leute. Ich würde mich wirklich freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschö mit Öl.